Loot, Loot. Nein, ich lasse mich nicht von meinen Zielen abhalten. Es ist eine komplexe Taktik, den Tretminen auszuweichen, die hier im Boden liegen. Ganzen Stuff, den wir von hier mit zurückbringen, hoffentlich. Und zwar schönes Keltern können. Gerannt, ernsthaft. Das ist die Kaserne. Okay. Lovely to see you, Miss Boyle. No. Hello, boys. Keeping us safe? Next war can't come soon enough, if you ask me, miss. Hope the Jerrys come before my knees go, ma'am. I'll let the Jerrys know you miss them. Okay. You lot don't appreciate a general, because all you know is the war. But back when I served with him in India, let me tell you what. His heels are killing me. Here we go again with the elephant. Now you two bloody listen to this mic one more time. One fine day, end up with the city. I've got to learn to give up some possessions. Saying this, or I'm not going to win a race with a garden snail. Hoppala. Oh, mal ein bisschen auf den Boden geapfelt. Jetzt soll es wieder gehen, ja. Warum darf ich hier überall hin? Dann geht mal schön suchen. Stückige Eintopf war aber nicht kacke, wenn ich mich da recht entsinne. Ja, ein Kuchen dabei. Boah, Madame muss mal Krafttraining machen hier. Ich kann ja gar nichts schleppen. Oh. Lassen wir das mal so im Raum stehen. Plöng. Das große Bunker. Ist auch offen, hä? PCs vergessen dich schneller.
Der Keuler. Aber hier ist jetzt, glaube ich, aber dicht, wenn ich das richtig sehe. Hier war doch, glaube ich, offen. Als wir mit Arthur hier waren. Nee, doch, ist immer noch offen. Irgendwas auch interessant ist, lecker. Denen geht's gut. Was zum... Ja, mit Missy kommen wir hier nicht lang. Warum gibt's hier einen Bunker, der in die Anlage rein zeigt? Das verstehe ich ja auch noch nicht so ganz. Was? Either I put the bloody weight of the world on my shoulders, or I need to drop a few things I'm carrying. Ah, Heilbalsam. Das ist der Plan, den den Olli gezeichnet hat. Eigentlich eher erwartet, dass es hier eine Erinnerung gibt oder so. Was haben wir denn hier? Blauer Molly. Was zur Hölle macht ein blauer Molly? Ach, das bollert wahrscheinlich dein Inventar voll. Deswegen will ich ja zum Bunker, verdammt! Zumindest zur Underground Hatch. Ist das Ding allen Ernstes zugenagelt? Das ist ein verdammter Ernst. Gute Old McDonald's Scotch. Der Burger. Ah ja. Moment. Okay, die habe ich heute nicht erwartet. Diesem Ort nicht schnell reisen. Willst du mich fucking verarschen? Ich bin jetzt hier Kilometer sonst wohin gerannt. Dammit. So irgendwas ein Questgegenstand draus gemacht, die Säcke. Lecker rohe Süßkartoffel.
So, können wir jetzt schnell reisen? Wahrscheinlich nicht. Ist doch nicht wahr. Es ist das verdammte Loch im Zaun da vorne. Denkt man sich, ha, ich bin so geil, UK. Geil, mega abkürzen und dann na, haben die hier das Ding zugemacht. Ich glaub's nicht. Warum kann ich denn überhaupt hier hin? Schönes eiserne Kreuz vorne drauf. Können wir von hier auch schnell reisen? Nope. Ach so, das ist der Crap, den ich vorhin habe fallen lassen. Just about as fast too. 2 fucking Kilo. Oh. Oh, hi. Rosenblütenblatt. Komm, ja, man kann sagen, es müsste schon der bessere sein. Elterliche Bürde. Am Arsch, elterliche Bürde. Don't faint at them. The less blood, the better. Lovely to see you, Miss Boyle. Nice to see you, Miss Boyle. So, geht doch. Gesäßöffnung. These tracks would be so much nicer with trains. So, kotzen wir hier erstmal falsch rum. Den ganzen Stuff rein. Kriegsration. Ah, hier, Blauer, setzt die Ziele bei langen brennenden Feuer in Flammen, verursacht Schaden über Zeit und lässt Ziele fliehen. Okay, das ist auf jeden Fall ein, paar Kilo. So. Raus mit dem Praddel. Und ab dafür.
Dann machen wir das gleich so, dass wir mit der Milch da antanzen. Also. Hallo Bobbys. Ah, ich habe immer noch die Crap-Klamotte an. Blablabla. Look what a cat. You're only making it harder on yourself. No. So, er liegt seinen Wunden und muss sich schnell selbst heilen. Was? Können wir gefühlt eine halbe Stunde wieder Nase popeln in irgendeinem Drecksloch hocken. Lovely day for it. Righto. Okay, sie darf nachts raus. Ach so, hier war der andere Typ. Da ist der Shop. Oh, ich bin ein Depp. 24 Stunden warten, bis der andere Pfosten wieder da ist. Ja. Hat der Laden jetzt noch nicht offen? Oder nicht mehr offen? Doch? What's your Sally Boyle! I hope you found the Uncle Jack record. My brother's been pestering me. I have indeed. Your Brillo! Milk you shall have! Lionel, you're sort of handy, aren't you? Well, I do like to tinker. You'd be amazed at the state of some of these things when they come into the shop. Can't sell them if I can't fix them. I have some designs for some apparatuses. Some sort of water feeder for birds? Oh, heavens no. I can't stand the crows. It's for my flowers. Mustn't overwater, but I keep forgetting to water it all. Oh, of course. Well, let me see what I got in the back there. I bet I can find all the pieces sooner or later. They never show up right away, but they always show up sooner or later. Check back in a bit. Have you got my bird feeder? No. Ich will dein normales Angebot sehen, Mann. Thought I'd pop in to see what's new. Der Schlittenfahrer. Natürlich die Version der britischen Waffe ihrer Wahl. So Reformclub, Alter. So. Jetzt ist die große Frage, wo ist unsere Bude?
hinten. I see you. You're coming with me. Ich hab doch mit dir geredet. Hier bin ich auf die Nerven, Jungs. So, dann schütten wir doch mal schön Babymilch zusammen. Achso, weil wir Kampf sind, können wir nicht. Believe what Mummy had to do to get this for you. Well, I'll never tell you, frankly. So, yeah, so good, so I'm Who's sorry, the I'm so bloody door now? Irgendwann im Leitungswasser Joy drin ist. Gießen die da nicht auch die Pflanzen mit Joy? Auf jeden Fall schon mal wieder genügend Milch auf Vorrat haben. Der Filter ist leer. Sorry to bother you, ma'am. The lads is wondering if you've got any blackberry ready for them. I'm working on it. In a day or two, I hope. The lads is getting a mite twitchy, to tell you the truth. I must ask you to accompany me to the station, so you can explain yourself to them precisely. I don't understand the worry. Haven't I always provided you with blackberry? I just had a little hiccup in the lab. I'd be working on it right now, but apparently you lads are lonely. That ain't quite true though, ma'am, is it? You've been seen all over town doing all sorts of things. We don't imagine that Lionel Cashier is much of a source of pharmaceutical ingredients. Oh, but there, you'd be wrong, Constable. See, I had to replace some bits of lab equipment. And you've been roaming around the Golden District doing Lord knows what. Yes, well, Blackberry's made with herbal extracts. Why do you think it's called Blackberry? And the Victorial Memorial Camp? Two visits in the last week? I suppose them visits was for our benefit as well. Not at all. I was visiting the General. He also gets quite cross when I haven't seen him in a while. Yes, of course he would. Right. Well, we can hardly expect Miss Boyle to ignore the General now, can we, lads? Of course you would. Nonetheless, Miss Boyle, the lads have developed an appetite for your fine cooking, as it were. If they go hungry,
chaos will ensue. We must insist that you devote your full and urgent attention to feeding them. Or what? Or we shall be compelled, willing or no, to provide your assistance, willing or no, to Dr. Verloc. And that won't be cheery for either of us. I guess I can't blame them for being antsy. It's not fun going off Blackberry. And if they go back on regular joy, they'll get the cramps and they won't even remember why. Thank God I'm almost done with this new batch. Heimischer Herr, du sollst wieder einmal mal Brombeer zubereiten. Ich will nicht noch mehr Besuch von den Jungs in Blau kriegen. Oh, Punkte! Ja, wenn du den sprichst, ich soll da gleich schneller leise fallen. Okay, Gegenstände sind 50% wirksamer. Beginn wurde höheren Wertes. Vor der Joy-Helena und du hast keinen schlimmen Kater. Okay. Trage mehr Gewicht. Scheißegal, was das ist. Das ist wichtig. Wenn wir hier gefällige Waffen sind. Fertige Waffen und darüber verlieren die Wirkung halb so schnell, okay. Ermüdlich, ein negativer Effekt von Hunger, Durst oder Ermüdung. Es war voll lang, ohne dass ihr schlecht wird. Schmeckt scheiße, aber. Oh. Kann sagen, kacke leise Schlöcher. Kacke leise Schlösser. Was? Ah, ja. Alles recht brauchbar. Was sind wir denn? Das ist Ausgangssperre. Yay! Also klar, ey, ihr Schweine. Like burning chemicals. Oh shit. Where's the fire extinguisher? Christ. Yay. Jesus, no. Wir haben richtig Glück, muss ich sagen. Hust, hust. Flash, grüß dich. Oh, endlich Steam Deck hier. Das ist so. Deswegen ist das Mikrofon wieder da. Lost Medi, grüß dich. Frisch zum ersten Mal da, würde ich mal behaupten. Zumindest bis mir bis jetzt noch nicht aufgefallen. Swish. Kann sagen, habe ich überhaupt die Chatbox drin? Ja, hab ich. Wuhu. Was macht die Kunst? Alles gut bei euch? Oh, du kannst das Baby echt nicht einmal alleine im Haus allein lassen. Steckt sofort hier alles an. Okay. First things first. How bad is the damage to the lab? Try
code on the crystallizer's broken. Oh, why do I get an N7 vacuum tube? Oh, God. My old chemistry box. It must be still in my old house. I was really hoping I'd never have to go back there. Oh, Formel. Dexipalm, was ist denn Dexipalm? Dexipalm, jetzt kannst du einen Tag lang funktionieren, ja, zumindest ein bisschen länger. Frag deinen Arzt, ob Dexipalm das Richtige für dich ist. Ah, okay, das ist also... Halluzinex, Halluzigen. Ja, stimmt, wir haben immer noch keine Schmetterlinge. Schmetterlinge? Was? Der 1000 Teile zu springen muss fix wegmachen. The Joy of Water. Leergut. Ach, die wiegen nichts, okay. If I had someone to help. But it can't be your daddy because he's a... Well, I think he's a bit of a psychopath. And I suppose if I were with him, the moment you went to sleep, he'd want attention for himself. And then I'd be so desperately tired, I'd bludgeon him to death. And wouldn't we be in a pickle then? Yeah. Resistenz. 3 Tagen wiederkommen. Naja, gehen wir mal zur Boil-Resistenz. Resistenz, genau. Immer marschiere ich jetzt verdammte Toilettenhäuschen. Ja, nach da oben, ist das euer verdammter Ernst? Welche Waffe haben wir denn überhaupt ausgerüstet? Den Schirm. Very tall today. No, oi, oi. Von so viele Bullen auf einem Haufen. Achtung, Alarm, das würde richtig Prügel geben. Wir fliegen aber immerhin diese ganzen Zeppelin nicht mehr rum, aber dafür ist die Bude jetzt auch komplett vernagelt. Hallo. Where do you think you're going? Very lovely day for it. You're going to hurt yourself. Where did you go? How have you been? Did you see the pipers match? Smash it. Right as rain. You won't get away.
Couldn't be better, thanks. You're gonna break your ankle. Well, warum seid ihr denn alle so aggressiv? Nee. Rums? Verzieht euch! Ich hoffe, bis er am Boden liegt. Alter! Constable Reynolds. Jetzt so eine Stunde noch nicht rum oder was? Naja, auf nach Norden. Wir schlendern. Oh boy. Lieber Onkel Jack. Ich bin ganz unauffällig, Leute. Sehr. Ich hoffe, ihr geht gleich in die Straße Richtung Norden. Hallo? Ich wusste es. Aha. Toy Shop. Ist der Toy Shop auch Gun Vacation? Dann wirst du weh tun. Wenn nicht, tue ich dir weh. Psch. Mal gespannt, ob wir hier Onkel Jack noch irgendwo in real irgendwie irgendwo irgendwann mal treffen. Was? Als habe ich mich gerade erschreckt. Ich sollte mich umziehen, sonst gibt's wieder Prügel. Loot! Ich wusste doch schon mit Arthur, dass die Dinger viel zu auffällig sind dafür, dass die nichts können oder damals noch nichts können. Wie ich es überhaupt schön die Heilpflanzen abgrasen.
thing. Who did this to you? Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass hier wesentlich mehr los ist auf den Straßen. Aber gepolsterte Waffe, oder? Honey, I'm home. Well, young Miss Boyle. You know there's a curfew. You don't want some fritz to shoot you dead, do you? Sorry, sir. Let's get you home. You had another fight with your mum, didn't you? Why don't I put in a good word? Mrs. Boyle, I've got a young lady out here who, I'm sorry. They don't seem to be at home. What? Let me go in. They're not at home. Let me take you to the station for a cup of tea. What happened? Let me in. Best you don't go in, miss. Wie, was für Mist. Best. What did she do? Was misstest du denn? What did she do? What did she do? Ihn kennen wir doch. Okay. Mom said, you don't have to worry about the train. No one's going on the train. Shut up, Sally. You're a big girl. Stop crying. Warum ist es jetzt plötzlich Nacht? You're never gonna get married if you treat men like that. Boah, ich sehe gar nichts, ey. I see what the boy's like about fighting. Oder Dietrich ernsthaft? Dietrich. Haha. Und dafür, dass er so schlecht ist mit mechanischem Zeug, kann so Schlösser knacken. Moment.
aber nicht heller hier. Dang it. Thermostat, N7 triode. I think I can fix my lab. I don't see a thing. Was ist so freaking dunkel hier in der Hütte? Pilzchen. And now, it's once again time for I Hear You, the part of our show where Jack Worthing, that's me, answers your letters and questions about our lives in Wellington Wells. Pilz. Ha. Und drei Gummienten. Do I detect the hint of roses? Rose of Lee. If this is a love letter, it's going to be very embarrassing. Bin ich doch irgendwo reingekommen, verdammt nochmal. Oh, ist diese Bude so verdammt duster von innen. Toll, ich bin bin krank. Yay. Können wir uns bauen, müssen aber dafür in einen der Bunker. Und wir müssen was trinken. Können wir erstmal den stückigen Eintopf, der dürfte nämlich auch richtig Flüssigkeit auffüllen. Bevor uns die Infektion dahin rafft, dauert es zum Glück auch noch einen Moment. Hoffe ich. Oh, verdammt! Ja, dunkel ist hier schon ziemlich dunkel. Oh, God.